Komm, machen wir neu. Servus Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute lackieren wir wieder eine Decke. Ich bin wieder gemeinsam mit Michael Sander, der hier im Hintergrund schon das Erdesgerät vorbereitet, unterwegs. Wir haben hier knapp 33 Quadratmeter. Wir haben hier eine wirklich schöne Holzdecke und die wird weiß. Viel Spaß bei dem Video. So, die Fensterflächen sind soweit abgeklebt, die Türen sind abgeklebt, alles was nicht dreckig werden darf, ist jetzt abgedeckt. Das RLS-Gerät ist vorbereitet, jetzt kommt die Farbe rein. Wir nehmen auch wieder die Holz-Isolier-Deckfarbe von Jägerlacke, die 319 Kronen. Ich packe euch die Materialien, aber auch das RLS-Gerät, mit dem wir arbeiten, unter das Video in die Videobeschreibung. Da könnt ihr euch die Sachen noch genauer anschauen. Und ja. So, sieht gut aus? Ja, sehr gut sogar. So, die erste Lage ist aufgesprüht, wie ihr auch hier im Hintergrund seht. Ist schön weiß geworden. Klar, das reicht noch nicht. Wir brauchen noch eine zweite Lage, aber ich bin jetzt schon sehr, sehr zufrieden. Sieht top aus, Michael. Wie gefällt es dir? Sehr geil. Super geil. Sehr geil. Was will man mehr sagen? Ist in zwei Worten perfekt beschrieben. Und ja, was machen wir jetzt? Jetzt werden wir anfangen, die Türblätter zu lackieren. Ja, das ist aber ein separates Video, jetzt hast du schon gespoilert. Aber es macht nichts. Ich glaube, ich poste es nächste Woche. Da zeige ich euch, wie man Holztüren lackiert. Nochmal was super Spannendes. Aber heute machen wir erstmal die Decke. Genau. So, der erste Durchgang ist jetzt durchgetrocknet. Ich glaube, laut Hersteller sollte man ca. 4 Stunden warten, bis man dann in dem nächsten Arbeitsgang oder in der nächsten Beschichtung weitermacht. Kommt aber auch immer ein bisschen auf das Wetter an. Was haben wir für eine Temperatur, was haben wir für eine Luftfeuchtigkeit. Heute ist es sehr warm, wir haben glaube ich an die 30 Grad. Aber wir haben jetzt trotzdem glaube ich ca. 3 Stunden gewartet. Man sieht auch, dass die Decke gut durchgetrocknet ist. Jetzt machen wir den zweiten Arbeitsgang. So, der zweite Anstrich ist jetzt auch gemacht. Die Farbe muss jetzt noch trocknen, aber man sieht jetzt schon, dass das Ergebnis wieder top ist. Wir haben ja, mit kürzester Zeit aus der dunklen, drückenden Decke wieder eine schön helle, weiße, moderne Decke gemacht. Und wenn ihr möchtet, dass bei euch zu Hause die Decke auch so schön weiß werden soll, wenn ihr eine dunkle Holzdecke habt natürlich, dann poste ich euch Links zu unseren Webseiten, zu der von Michael aus Schwäbisch Hall und zu mir aus dem Raum Mannheim. Und wenn ihr woanders herkommt, dann findet ihr unter dem meinmaler.de Netzwerk auch einen Maler in eurer Nähe, der die Arbeit bei euch zu Hause machen kann. Michael, Fazit zum Tag. Bist du zufrieden? Ich bin sehr zufrieden, überaus zufrieden. Wenn man vorher-nachher vergleicht, ist es ja, jetzt wieder wie nagelneu, tipptopp. Also sehr, sehr geile Oberfläche ist es jetzt geworden. Ja, sehe ich genauso. Der Kunde kann sehr zufrieden sein. Ja, wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt oder dass euch hat das Video gefallen, dann hinterlasst mir einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal und ich sage bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao. Ciao.